Einmal war unser geliebter Prophet Mohammed sallallahu alaihi wa sallam mit den Sahaba radiyallahu anhum unterwegs. Und dort sahen sie eine Frau, die ihr Kind seit längerer Zeit wiedergefunden hat. Und das Kind war noch im Stillalter. So hat sie es an sich genommen, an die Brust gelegt und es gestillt. Und diese Situation hat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam genutzt, um den Sahaban etwas beizubringen. Er sagte zu ihnen, wird diese Frau ihr Kind in das Höllenfeuer hereinwerfen? Dann sagten die Sahaba radiallahu anhum, diese Frau wäre niemals bereit, ihr Kind in das Feuer zu werfen. Niemals. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, bei Allah, Allah wird auch seinen Liebling niemals ins Feuer hereinwerfen. Heißt es, dass ein Liebling Allahs nur ein Engel ist? Nein. Wir sind Menschen und wir haben Fehler, aber wir können trotzdem Lieblinge von Allah Azza wa Jal sein. Aber nicht, weil wir denken, wir sind einfach Lieblinge. Du kannst denken, ich bin der Liebling Allahs, aber das ist eine falsche Annahme. Sondern du bist der Liebling Allahs, wenn du auch den Islam so praktizierst, wie dein Vorbild Muhammad sallallahu alaihi wa sallam es dir beigebracht hat.